Ja, Torhüter der Woche, Christian Schmidt. Letzte Woche zwei Treffer gegen Petersberg erzielt, einen wichtigen Sieg eingeleitet. Jetzt habt ihr nach den ersten drei Spielen 7 Punkte gehabt, am Wochenende leider verloren gegen Fliegen. Wie zufrieden seid ihr mit dem Saisonstart? Ja, ich denke mal, wir können mit dem Saisonstart sehr zufrieden sein. 7 Punkte aus 4 Spielen ist schon noch besser als vor 2 Jahren. Die Punkte gegen Petersberg waren sehr wichtig, aber Petersberg lag uns auch schon vor 2 Jahren. Von daher, ich denke, wir haben das ganz clever gemacht in Petersberg. Die erste Halbzeit gut defensiv gestanden, zweite Halbzeit war Petersberg auch bedingt durch das Freitagsspiel, denke ich, gut platt. Und das haben wir ausgenutzt und ich denke, die 2 Treffer waren in Ordnung, aber bedingt ist das Ganze natürlich durch die komplette Mannschaft, bei denen ich mich dann auch hier recht herzlich bedanke, dass die mich bei meiner Spielweise unterstützen und das so zum Erfolg bringen. Ich glaube, die Mannschaft hat sich nicht nur bei der Spielweise unterstützt, sondern auch mit kräftig Likes auf Facebook. Jetzt habt ihr gestern leider unglücklich verloren gegen Fliegen. Die war eigentlich so die halbe erste Mannschaft, wenn man sich anguckt, glaube 5-6 Spieler vom Kader der Hessenliga waren mit dabei. Wie ärgerlich ist das trotzdem, weil das Spiel war ja lange relativ offen. Ja, ich denke, wir machen früh die Führung nach 4 Minuten und dann plätschert das Spiel so dahin. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Fliegen war in meinen Augen nicht besser. Ja, dann machen sie das 1-1, das 2-1 und dann kommt noch der Schiedsrichter unglücklich dazu, der eine Entscheidung trifft, die man so nicht treffen darf als Schiedsrichter in der Gruppenliga. Aber damit müssen wir leben, machen dann noch einen Anschluss kurz vor Schluss, aber dann hat es auch nicht mehr gereicht. Ja, so müssen wir damit leben, bitte, ärgerlich, aber weiter geht's. Was war mit Schiri genau los? Ja, es war wohl ein Ball nach einer Ecke. Der Abwehrspieler schirmt den Ball ab, 2 Meter vom Torwart. Der Torwart geht hin, nimmt den Ball auf und der Schiedsrichter pfeift das ab und gibt Rückpass. Hätte er sehen müssen, hätte der Linienrichter vielleicht auch sehen müssen, dass es kein Rückpass war, sondern nur ein Abschirmen vom Ball. Dann gibt es 2 Meter vom Tor in direkten Freistoß und Der Hämmer das Ding im Winkel, macht Teufel komm raus und das war nicht Verteidiger, nicht zu verteidigen und Torwart auch keine Schuld dabei gehabt. Ja, Stichwort Tor, du hast gestern auch ein Tor erzielt aus so einem Heber, aus relativ weiter Distanz. Einige haben gesagt, es war eine Abrutsche Flanke, war wohl doch gewollt. Ja, war jetzt, also ich sag mal, es war keine abgerutschte Flanke, es war schon ein gezielter Torschuss, der Torwart stand relativ weit draußen. Ja, muss dann halt über sich gucken und lag dann halt hinten drin, das Ding. Hat gepasst, ja. Kurzer Blick, Ausblick aufs Wochenende. Ich habe da mit Johannesberg und Bronzett 2 Mannschaften, die man schon so eher im oberen Tabellendrittel ansieht. Was ist da drin für euch? Ja, ich denke mal, wenn wir das wieder gut machen, wenn der Bardo uns wie immer gut einstellt, dann sind auf jeden Fall Punkte zu holen. Ja, Johannesberg schätze ich jetzt doch noch etwas stärker ein, bedingt auch durch die ganzen Neuzugänge aus meiner Zurück. So ein richtig guter Spieler. Ja, muss man halt schauen, dass man da defensiv gut steht und vielleicht den einen oder anderen Konter setzt, wo man Tor macht und dann kann das was werden. Genau wie gegen Bronzer müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht von den Freitagsspielern so platt gefahren sind, dass da nicht mehr reicht. Deswegen da auch defensiv stehen und erstmal gucken, was passiert. Ja, dann bedanke ich mich zwar an dieser Stelle, wünsche viel Erfolg für den weiteren Verlauf der Saison. An dieser Stelle nochmal den Aufruf, wenn ihr jemanden habt, den ihr zu Torhüter eine Woche nominiert, der vielleicht ein schönes Tor erzielt, der einen Doppelpack oder eine herausragende Leistung bringt, schickt einfach eine E-Mail an info@torkanal und ein bisschen Glück sitzt dann nächste Woche hier. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.